Herzlich willkommen. Hallo. Zum Finale. Des Berlin Charity Open. Berlin Open Charity Edition. Wir sind uns noch nicht ganz klar, wie das Turnier heißt, aber es ist auf jeden Fall vorüber. War für einen guten Zweck jedenfalls. Und es ist schon ganz schön lange her. Und es ist quasi eine Reise in die Vergangenheit. Das stimmt. Das wir spielen nämlich. Wann war denn das? Im Februar. Echt? Das war vor der WM, ja. Also es ist eine Zeitreise, weil Februar war doch, das Spiel, ja, was ihr da seht, dieses Assault at the Satellite Array, ist so nicht mehr möglich. Es ist nämlich noch bei alten Punkten. Und weil wir so in Verzug waren, haben wir, naja, wollten wir euch jetzt aber nicht vorenthalten, wer das Ding gewonnen hat am Ende. Das werdet ihr sozusagen jetzt heute sehen. Genau, das ist nämlich du gegen Jens aus Salzgitter. Genau. Jens Wespe. Liebe Grüße. Grüße gehen raus. Hatte der nicht gegen dich gespielt? In auf jeden, ja. Runde 1. Erste Runde gegen mich, hat gewonnen, hat voll mein Po gefangen und es war so, ich habe irgendwie, naja, er hat ein gutes Manöver gemacht, ich habe das nicht gesehen und dann hat er das Po gebumpt und dann einfach so, bin ich dann seine ganzen Heavy Laser Cannons geflogen. Das war blöd. Ja, dann sag doch mal was zu seiner Liste. Wo wir beim Thema Heavy Laser Cannons sind, er hat nämlich drei TIE Fighter, nämlich Mauler, Schnitzel und Aiden und der Miko ist Magna. Warte, der Miko ist Magna, muss man umbenennen. Alle mit Heavy Laser Cannon, das heißt im Bullseye, ne, 4 Würfel. Autsch. Mauler hat in Reichweite 1 auch 4 und Aiden, naja, Aiden kennen alle. Kann einmal sagen, Schaden was? Nee, ist weg. Und ja, Juno. 4 Punkte, TIE X1. Super Sache. Ist ein Kampfpreis, sozusagen. Ja, das stimmt. Die 4 Punkte. Wir mussten da tricksen. Die hat noch Advanced Optics. Anstatt nichts. Das ja, war also Composure, Fire Control System und Optics, das passt genau. Jetzt. Ich bin ja nicht so tech-savvy. Und, genau. Und den dunklen Lord des Sith himself, Dark Lady. Dark Lady. Das ist die Dark Lady himself. Mit einer geilen Kombo, vor allem das Original, ne? Hier den Baller. Das war das Schöne. Jens hat direkt gesagt, ich bin OG Vader. Das OG ist Vader. Ja. Ich habe nämlich den anderen OG Vader, aber nicht den ganz OG Vader. Den Beifahrersitz Vader. Den Co-Piloten. Genau. Und eben halt mit dieser geilen Shattering Trickshot. Also, das ist das Geile, wo du dann auf 6 Würfel kommst, wenn man es richtig macht. Ja. Genau. Und eben Afterburner, bla bla, seht ihr alles. Der Klassiker. Eigentlich, naja, ja doch. Auch nicht, obwohl. Nee, Melle, man spielt ja gerne auch Melis oder ja. Schild Upgrade mit und Elusive oder so Kram. Ja. Und was hast du gespielt? Ich habe mir gedacht, Mensch, irgendwie muss ich die Liste nochmal auspacken. Die habe ich letztes Jahr sehr viel gegrindet. Und ich schuld dir noch einen Sieg. Mit der Liste habe ich gegen dich in Berlin im Finale verloren. Und dann habe ich noch irgendwas Dummes verloren irgendwann mal. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich schuld der Liste irgendwie noch einen Sieg. Einen Turniersieg. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn ich dieses Spaß-Event, in Anführungsstrichen, wann denn dann? In der Heimat. Habe ich gedacht, komm, dann packe ich die Babys nochmal aus. Und ich habe Eucken, Vermeil und Rack gespielt. Und muss sagen, ich vermisse die Liste jetzt schon, weil die kann man so nicht mehr spielen. Doch, kannst du. Ich würde einen Punkt herschenken dann in der Zeit. Also Rack mit, also alle drei Ruthless, das ist so ein bisschen das Motto. Alle killen sich selber. Aber du kannst doch, glaube ich, inzwischen Vader Crew ist doch runtergegangen, dass du den theoretisch auch auf Vizier oder so spielen kannst. Und dann kannst du noch dann hast du wieder einen TIE, der scheiße ist. Genau. Das mag ich nicht. Guck mal, aber, wie das aussieht. Das sieht einfach gut aus. Wenn jetzt noch ein TIE rumfliegen würde, ja, stimmt. Fände ich nicht schön. Nee, das Auge fliegt ja mit. Also kriege ich auch Kopfschmerzen. Auf jeden Fall, was mich schon irritiert, oder Jens hatte, glaube ich, ganz am Anfang bei der Aufstellung, hatte er Vader auf seiner linken Seite, also hier unten, wo ich gedacht hätte, ja, er hat 4 Ties in der Mitte und mit Vader kommt er von der Seite und hat gesagt, nee, warte mal, ich fliege lieber mit Vader voll in Vader und Rack rein, also in Vermeil und Rack. Ja. Ich weiß auch nicht, warum, also gerade wenn du Trickshot hast,
Genau. Dann willst du ja irgendwie flankieren oder so. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Jetzt habe ich, also in dem Moment rechne ich mit dem Rack, warte, ich mache nochmal ganz kurz fertig, der Tiber Saxon, Death Troopers, Conanets, Delayed Fuses und Seven Sister drauf hat. Gehe ich jetzt vom Vader mit einer einfach nur 1 geradeaus aus. Und ich muss halt irgendwie gucken, dass ich da schnell reinkomme. Vermeil steht da eigentlich ganz gut, mit dem bin ich ganz happy. Mit Ruthless, Slicer und Vader an Bord, wie schon erwähnt. Und Eucken, ja, der ist jetzt da, um einmal alles abzukriegen. Stirbt hoffentlich nicht in der Zeit und brettert dann rüber und dann kommt der andere. Das ist immer so ein bisschen die Taktik. Stellst einen DC hin, lässt den runterballern auf ein paar Leben und dann kommt der andere. Der hat auch Ruthless dabei, Hondo, das Kind, ein Agile Gunner. Das war neu auf der Liste. Ich hatte die so ein bisschen umgebaut. Seismic Charges und Dauntless. Ich hatte eigentlich auf beiden DCs hatte ich immer Proximine drauf. Auf Und die beiden. sind auf beiden und Ja. die sind dann teurer geworden und dann musste ich ein bisschen umbauen. Die sind damals teurer geworden auf 8 und jetzt sind sie auf 10 Jetzt sind sie hochgegangen, auf ne? So 10, was. Ja. ja. Rack ist dafür ein bisschen billiger geworden jetzt, hat aber auch weniger Loadout, hat glaube ich nur noch 20 anstelle von 25, die jetzt oder 26. Ja, aber jetzt gucken wir mal so. Jens geht natürlich jetzt voll da rein. Er verschluckt den Köder. Er schluckt Ich will ihn ihn tief, wirklich. tief schlucken. Ja, liebe Grüße an Rich, danke für die Schablonen. Rich Polly von den Fist-Takers. Ja, und das ist genau das, was ich eigentlich haben will. Ich will da bumpen. Ich will seine Struktur da auseinanderbringen. Ich will versuchen, möglichst vielen Heavy Laser Cannon Schüssen aus dem Weg zu gehen. Und deswegen muss ich da einfach möglichst schnell rein. Eine Runde Heavy Laser Cannon schaffe ich, die zweite nicht mehr. Ja, und so, und der hat ja auch den Titel, ne? Der hat den Ja, Titel, der kann jetzt Eucken. bumpen, nimmt sich einen stressigen Reinforce. Sagt auf Maul. Und sagt, gib mal her, guck mal. Genau, und er hat jetzt eben mit Magna hat er koordiniert. Hat der Dings koordiniert? Hat der Juno koordiniert? Auf jeden Fall machst du koordinierst ja mit Magna und nimmst dir selber deinen stressigen Fokus. Genau. Das hat er schon gemacht. Weil das schon ein Ding ist. Oh, ich sehe den Fokus, Ja. aber das ist vielleicht verdeckt. Im Idealfall fliege ich vor so einem Teichschwarm, aber die haben eh alle höhere Inis als Eucken. Aber außer. Ist natürlich geil, wenn Juno jetzt auch noch bumpt, weil ich meine, er muss ja. Jetzt könnte er natürlich. Wenn er jetzt clever ist, fliegt er zuerst mit Mauler, um dann eventuell in Reichweite 1 gebumpt zu sein, nicht Reichweite 0. Ja. Mal gucken. Ich habe gerade Quatsch gemacht. Magna hat Ini 3. Deswegen wäre es ganz geil gewesen, zuerst zu fliegen, um dann Magna zu bumpen. Oder bist du auf Magna gebumpt? Ja, aber ich bin erst zuerst geflogen. Noch besser ist natürlich, wenn ich seine Formation so kaputt mache, dass der TIE Fighter schon ein Stück Ach weiter hinten so, steht dass und ich er den in, also bump, dass dass du er ihn zuerst nicht fliegst, ja, bumpt. okay, gut, aber mein Weil ich Gott. nehme sowieso den Reinforce. Kannst nichts machen. Ja. Ja, und da, wenn der. Da habe ich Glück. Wenn er da die 1 geradeaus macht, passt er. Ah, kann er ja nicht, wegen Mauler. Dann bombt Genau, er ja. das ist dann Also. so ein bisschen die Frage, hätte er andersrum aufstellen müssen. Also Andersrum aufstellen oder jetzt eben halt, weil sonst wäre er okay. Also, Mauler wäre in Reichweite 1 gestanden, Juno wäre. Dann in Nee. Reichweite 2 gewesen. Nee, Juno wäre auch rübergekommen. Das ist ja der Unterschied ist ja nicht so groß. Ja, okay. Das ist ja echt 2-3 mm, was du da jetzt. Weißt du? Ja. Guck. Ja, okay, stimmt. Jetzt Sieht ja, ich weiß, was du meinst. kaum so aus, als Ja. wäre das überhaupt gebombt. Also, eigentlich, ja, ist wie es ist. Aber ist natürlich jetzt geil. Anstatt irgendwie 4 Würfel doppelt modifiziert von Juno, hast du jetzt halt 2 ohne Mods. Ja, mit Und einem das gleiche für Reinforce. Magna. Dafür steht jetzt Vermeil eigentlich einigermaßen attraktiv da. Könnte man an seiner Stelle auch jetzt schon überlegen, hey, schieße ich nicht vielleicht lieber mit Mods auf Vermeil da hinten? Ist immer so eine Frage, ne? Muss man mal gucken, ob ich jetzt so langsam und entspannt auf den Dezi-Baller. Gut, aber ich glaube, mit hinten, mit. Glaubst du, von hinten hat er auch Schüsse? Das ist Das ist natürlich eine jetzt gute nicht schlecht. Frage. Kann er rausboosten gleich? Ja, aber das war so ein bisschen, da habe ich gedacht, geil. Ich musste mit der Dreierbank da rein, also wir spielen ja Assault. Mit Ja. der Dreierbank habe ich gedacht, ich komme vielleicht in die Mitte Okay, er kann aber auch und ich nicht. komme auch an das Ding da oben. Ja, auf jeden Fall. Ach Hinter ja, dem okay, klar, DC. Mitte und oben, das ist auch Genau, nicht und fett. Vermeil hält jetzt das links oben. Geil wäre natürlich, wenn er jetzt einfach, wenn er jetzt noch Afterburner machen könnte und dann eine Fassrolle rechts. Weiß gar nicht, ob er das macht oder ob er es probiert. Würde ich natürlich machen.
der Afterburner in Range 1. Dann contestet er auch mit allen dreien das Objective in der Mitte. Weil so ist es gerade. Okay, so geht ist so gerade umkämpft. Geht jetzt da so rein. Ja, gut, ich glaube, das hätte auch wieder auch sehr knapp geworden. Ja. Ob es passt oder nicht. Ist natürlich jetzt immer noch irgendwie Reichweite 1. Also gut, ist natürlich nicht schlecht, aber. Immer noch im Reinforce. Er schießt zuerst auf Eukin, das heißt, sein Schaden geht auf jeden Fall in die Schilde. Ja. Also. Und jetzt die klassische Kombination: Fokus, Target Lock für eine Force, Afterburner Charge ausgegeben, steht jetzt da. Jetzt kann Vader gleich sich werden. Und jetzt gibt's hier Würgen. Jetzt sagt nämlich der Vader: Hallo, ich würge dich. Ich bin der bessere Vader. Das ist nämlich meiner Meinung nach mindestens Top 3 Karte im Spiel. Darth Vader Crew. Stimmt. Mark my words. Ich habe ihn ja auch letztes gespielt. Der ist so geil. Aber ich habe nichts tot würgen können. Ja, ich gehe mit Vader auf Vader, damit er möglichst viel Force ausgeben muss. Wenn er den Fokus und das Target Lock hat und den Reroll, will ich natürlich möglichst viel Force depleten auf dem. Ja. Und er schießt jetzt Range 1 in Eukin. Das sieht ja nicht schlecht aus. Ja, gut. Wer braucht da einen Fokus? Eine Macht für 4. Und einen Crit. Weil er einen Lock auf mir hat. Und dann sind 3 Schilde weg. Und dann sage ich ja danke. Jo. Das ist okay, dafür bin ich da. Dafür steht er da. Dafür steht er mit seinem Namen. Werner Eukin. So, dann kommt Juno oder. Du bist first. Ich bin second. Ach ja, logisch, er hat dich ja geblockt. Er schießt mit Juno. Ja. 2 Würfel. Ein weg und Eukin hat keine Schilde mehr. 1, 2, 3, 4. Das ist auch, glaube ich, über ein Crit. Also echt gut, das passte perfekt. Ja. Reinforce bringt da natürlich gar nichts. Jetzt Mauler, bam, Reichweite 1. Das sind 2 Blanks. Das ist weg. Kann aber den Fokus. Ne, es sind 2 Blanks, 2 Fokusse. Ja, ist dann einfach ein Schaden. Ein Schaden, Reinforce. Ja, boy, das ist so frustrierend. Stehst du da, würfelst nicht und denkst, okay, vielleicht würfel ich richtig geil Schaden. Ja. Krieg vielleicht einen halben. Nope. So, jetzt darf hier Piu-Piu, Laser. Und. Rack lasert Vader. Rack ist da und hat Vader drin. Und schießt Reichweite zu 1 sogar. Oh. Und das sieht nach viel Spaß das aus. Reinforce. Ah ja. Darf einen Fokus auf den Crit drehen. Genau. Jetzt, komm, mach. 3 Verteidigungswürfel. Ein hat er. Brilliant Evasion. Ist das andere auch ein Evade? Das sind 3, ne? Das sind 3 Evades, ja. Okay, ein Schild. Genau. Ein Schild. Jo. Ne Boy. Aber keine Macht. Genau, jetzt habe ich genau und das. Und jetzt kannst du halt, Eukin hat ja sogar Reichweite 1 auf Vader, ne? Ja, plus der Fokus ist weg, jetzt kann ich mit Vermeil auf Vader schießen. Das ist ja so ein bisschen die Idee. Plus Tiber Sext triggert jetzt. Oh. Tiber Sext heißt, wenn ich einen Angriff in Reichweite 1 bis 2 getroffen habe, kann ich dem Verteidiger hinterher, wenn er keine offenen Schadenskarten rumliegen hat, 1 bis 2 Strains geben. Je nachdem, wie viele Charges du hast, ne? Je nachdem, wie viele Charges ich ausgeben möchte. Keine Heavy Laser. Genau, jetzt Heavy Laser Cannon Check. Hey, du fliegst doch schon. Scheiße! Wer schießt denn da als erstes dann Aiden mit Heavy Laser Cannon? Nee, ja, Range 1. Ja, genau. Weil wegen keinen. Auf Eukin ein Schaden. Reinforce immer noch Crit. Da. Deswegen ist ja Magpul so stark. Weil du da initial einfach den Reinforce wegnehmen kannst. Ich weiß auch noch nicht so genau, ob das so geil wird. So, das ist Vermeil, der auf Vader schießt, darf einen Blank oder Fokus in einen Hit drehen. Würfelter Hit. Vader hat Hit. Jetzt 4 Würfel, 2, 3. 3 gestrained. Ne, 3 hinterm Feld. Würfel 2, ein Schaden. Ein Schaden, Schilde weg auf Vader. Gut. Das war auf jeden Fall gut, glücklich. Ja. Jetzt kommt der Reichweite 1 Hammer von. Nee, jetzt kommt erstmal Magna. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der da drin ist, der Vader, ich glaube. Ja, der guckt da nicht oder? So hin. Oder? Also von hier sieht es auf jeden Fall so aus. Guckt da nicht so hin. Ja, ich guck da nicht so hin. Der guckt da nicht so hin. Gucken wir gleich mal. Werden wir sehen. Eigentlich wäre das ja jetzt die Antwort. Das stimmt. Das müsste Magna sein, 2 Würfel. Für ein. Ja, nimmt er. Ein Crit, nimmt er dankend an.
Haha, da war Jens zweimal schlauer als du und hat einfach nur einen Schaden gewürfelt. Dein Reinforce hat dir also nichts gebracht. Ja, Negative Play Experience. Danke an der Stelle. Danke, Jens, dafür, dass du so wenig Schaden gewürfelt hast. Ja. So. Ah, jetzt kriegt er die Kinderlocks. Genau, ich habe ja Child auf Eukin und das heißt, er darf nach dem Party machen da, wenn er drauf geschossen hat. Ah, streng genommen ist das ja Juno, ist das Juno, das erste sozusagen, oder hast du ihm das jetzt noch nach? Ich erlaube das immer. Ja, ja. Das ist mir ist echt auch so klar. Egal. Also da wäre ich der Letzte, der dann sagt, ja, du hast den Child-Trigger vergessen. Nee, sorry. Dein Problem. Ja, nee. Also das sehe ich gar nicht ein. Es ist, glaube ich, jetzt Reichweite 1. Das könnte Range 1 sein. Raus, als er ist drin. Ja, komm, jetzt dann 4. Oha. Boom. Und dann gebe ich eine Force doch sehr gerne aus. Ja, investiert man gern. Für 3 ist noch immer noch gestrained, also 3 gegen 2. Boop. Warum blank? Ach, Ruthless. Ach ja, Ruthless auf... Ach ja, auf Shit, das ist ja, dass das Range 1 ist. Ah, dass das auch nicht im Arc sein muss oder irgendwas. Und er würfelt wieder. Also 2 Evades, also der... Krass, ey, also... Meine Güte. Hätte auch anders aussehen können schon. Hat ja letztes Mal auch schon unmodifiziert 2 hingelegt. Jetzt auch wieder. Ausgenaddied. Also kriegt Vader 2 Schaden und ist auf einem Leben. Ja. Ja, gute erste Runde, ne? Würde ich auch sagen. Das Engagement gehe ich ein. Und jetzt ein Seismischen mit Eukin. Das ist die Idee. Jetzt gucken wir mal. So, bin ich da drin? Ja, dann ist das, nehme ich mal. Doch, plus 1 für dich, genau, ne? Weil die hinteren Teils kommen nicht dran. Genau. Weil die doppelt, die dicken 10 doppelt. 3 Stück für dich dann. Ja. Das ist raus. Das sind 1, 2, 3. Und Jens kriegt nichts. Nix für dich. 3-0. Gute erste Runde, würde ich sagen. Du hast einen Punkt zu wenig dir gegeben. Entschuldigung, wieso? Weiß ich nicht. Hast du halt nicht gemacht. Achso, ich hatte initial hier irgendwie einen weniger. Ja. Ach, das mit diesen ganzen technischen Sachen, da bin ich doch nicht so schlau. Das kann ich doch nicht. So, was machst du jetzt? Dings dreht raus. Nee, Quatsch, Eukin macht 4 gerade, oder? Oder 3? Das Ding ist jetzt, ich bleibe jetzt einfach gefühlt mit allem stehen und Rack kommt rein und macht Party. Schon, oder? Also, Eugen 1 geradeaus. Ich meine, Magna muss geradeaus fliegen. Juno könnte 4K machen. Vermeil bleibt stehen, oder? Na, also, wenn ich das jetzt so angucke, bleibt Vermeil auf jeden Fall stehen. Weil du hinten holst den Punkt, genau. Bleibst einfach stehen, nächste Runde 1 gerade. Ich hab alles vor der Nase und wenn er. Und wenn Juno K-Turn oder sowas macht, hat er keine roten. Hat die Optics, hat keine grünen Token. Plus, ich will Vader draufhalten. Ja. Na, und, Vader guckt nämlich nur immer aus der Windschutzscheibe, nicht aus dem Seitenfenster. Sehen. Der will auch was sehen. Ja, ich sitze vorne. Shotgun. Shotgun, genau. Ja, und Rack muss da jetzt einfach rein, also... Das lässt er auch nicht, also er lässt auch nie jemand anders vorne sitzen. Nicht so von wegen, naja, du auf der Hinfahrt, ich auf der Rücken, nein. Dann wirkt er die Leute. Im Zweifel tötet er lieber nochmal irgendjemanden anders und sagt, nee, also der hat mich beleidigt. Schau dir aufs Maul, Mann. Ist wirklich so. Ja, gut, aber Eukin, klar. 1 gerade, nimmst halt die Scheiß, frisst halt ein Damage, whatever. Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt. Dafür machst du 4 oder 3 Schaden bei ihm. Genau. Und plus, ich conteste weiterhin das Ding in der Mitte. Ja. Rack 1er Bank einfach, ne? Dreier oder 3er Bank. Ja, du bist ja schon fast denn. Wenn er dann da gerade ausfliegt, dann guckst du mal eine. Dann guckst du halt an ihm vorbei. Kann ich auch noch einen Arc drehen. Kann ich auch drehen. Also. Kannst du machen. Also mal, ja, aber jetzt, also ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo dann Rex sagt, so, Eukin, danke. Jetzt gehen wir nach Hause, gehen wir Objectives an. High five. Badabum. Obwohl, ja, 9 Leben auf Eukin, das ist schon, also ist schon ein bisschen zu viel für die Runde. Ist eigentlich, für das erste Engagement ist das schon fast zu viel. Also eigentlich müsste Eukin nochmal so 2, 3 weniger haben. Dann würde ich mit Eukin jetzt eigentlich gerade ausfliegen. Ach, dass er zu viel hat. Du sagst, es ist zu viel, um abzuhören. Du würdest sagen, also bei 9 und wenn du eh dann sagst, okay, würde ich stehen. Entweder, ja. Würde ich auch denken. Wenn er jetzt 7, 6 hätte, würde ich sagen, ich fliege jetzt erstmal 3 geradeaus, hol das Objective unten und leg 2 mal eine Seismische. Ja. Einfach nur mal, um zu gucken, was passiert. Ja, stimmt. Und dann kannst du mit Agile Gunner trotzdem noch irgendwie nach oben oder nach unten abdrehen und irgendwie noch ein bisschen was bedrohen, aber im Endeffekt wird dann Eukin Objective-Sammler. Mhm. Und ja, Rack hat 1 Schaden bekommen, also ja. Weil Eukin auch so stinkig ist. Wer ist Eukin eigentlich? Kennt man den? Rack könnte ich dir jetzt sagen, dass der in welchem Film der auftaucht, aber Eukin weiß ich tatsächlich. Den sieht man irgendwann mal im Hintergrund rumstehen, ne? In Episode 6, wo der Imperator da auftaucht und da die ganzen
Offiziere und so Spalier stehen, da steht der in der Reihe. Müsste ich mir nochmal angucken. So ein Grauhaariger. Ich Aber das auf. Ruhigchen. Ey, haut's mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, Hey, wer euch und liebt. lass ein Like da, Mann. Komm schon. Und auf die Glocke drücken. Ding. Unangenehm. Ja, also das ist jetzt so Ja. ein bisschen, das Problem ist, Jens steht jetzt so ein bisschen da, dass er gezwungen ist, entweder zu catern, was mit Magna schon mal nicht geht, oder jetzt da langsam nochmal sich auf den Block einzulassen, oder mit allem auf Eucken zu fliegen, auf Vanille zu fliegen, Entschuldigung. Weil er kann nicht Aber hoch. der kommt da auch nicht hin. Also ich Genau. meine, du bleibst halt, du sagst egal, whatever, ich flieg eins gerade, dann macht er, weiß ich, Ich eine. könnte, was ich mir auch überlegt, was ich gerade überlegt habe, ich könnte mit Vermeil auch nochmal ein gerade fliegen, um noch die Dreier Banks zu blocken. Das sehe ich auch gerade so als Option. Einfach nur, dass ich sage, okay, Juno und ich weiß nicht, wer der hintere rechte Mauler. Teil ist, Morla, dass die mit der Dreier Bank nicht gar nicht rüberkommen. Naja, auf jeden Fall. Sondern einfach eine Scheiße. Karambolage da irgendwie veranstalten. Und deswegen muss Rack dann auch wirklich schnell reinkommen, um da aufzuräumen. Magna könnte halt eine Dreierbank machen, die kann dann immer noch Fokus nehmen, aber ist dann auch irgendwie ungeil. Ja. Ist halt voll ungeil, Eucken da so zu jousten. Also kann sich freuen, dass er nicht auch irgendwie Death Troopers hat. Ja, die Death Troopers, die sind da auf dem anderen. Deswegen, der hat jetzt, der sagt jetzt, hey, Jungs, kommt, Komm macht schon! euch bereit. Ja, das Ding ist auch, wenn ich dann die Dreier-Banks blocke und er sich einen BAM-Fokus nimmt und ich dann mit den Death Troopers da in der Reichweite stehe, dann wird er echt nicht mehr happy. Nee, dann geht er tot. Das ist das Geilste an dem Update, auch dass die Death Troopers jetzt nicht mehr 6 kosten, sondern nur noch 4. Ja. Das ist total geil. Muss ich sagen. Und deswegen versuche ich jetzt mal ich habe den Rack jetzt so umgebaut, dass der mit Death Troopers und Vader an Bord fliegt. Also, weil du Vader. Vermeil dann irgendwie rausnimmst. Genau, Vermeil muss leider raus. Ach so, dann stattdessen drei Thais, oder wie war das? Dann hast du Genau, dafür sechs Rack, Punkte. Eucken und 3 Thais ist aktuell so ein bisschen meine Ersatzvariante für das Baby hier. Auch drei mit Ini 3, ne? Dass du dann ein bisschen mit Eugen gleich Genau, Ini hast, genau. ja, auf jeden Gar nicht so blöd. Danke. Ja. Mensch. Ich bin der. Nee, Listpapst ist ja wer anders. Der Listenpapst. Grüße gehen raus an Sebastian. So falsch, also der kennt ja eigentlich nur, der ist ja nur der First Order Papst. Ja, Naja, First ist aber auch im Order. Herzen ist er der Papst von allen Sachen. Könnten wir ihn ja nochmal fragen, wie er das so sieht. Hat er schon was gesagt dazu? Ob er Ja, er hat. der Was? Papst ist? Hat er schon verraten? Ist der Er Rauch hat schon aufgestiegen über der Hexenhöhle? Obi et Orbi, hat er gesagt. Ai, Und ai, Obi ai. et X-Wing. Habemus Papam. Bam, bam. Okay, wir driften ab. Was passiert? Ja, schwierig zu sagen. Ist eine scheiß Situation für Jens. Ich bin auch Ja. sehr gespannt. Vader steht auch da irgendwie sehr, sehr schlecht. Ja. Eigentlich 5 Grade. Erstmal raus, weil 5 Grade, da kannst du boosten. Ihr nimmst den Lock oder irgendwas. Ja, ich lege jetzt auf jeden Fall mal eine Seismische und denke mir, Mensch, die Gascloud da hinten, die braucht eh niemand. Ja, eine Seismische, genau. Falsches Spielmaterial, sei total irreführend für Jens. Hast du auch beide Steine drin, also den Schrott und die Wolke? Ja, wobei, weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt auch so sehr uninspiriert, weil das sieht man ja, dass er damit auf dem Schrott. Also. Pup, ups. Und dann landet Magna auf der Gascloud. Wie war das? Aber wenn, kann dann Magna trotzdem Nein. koordinieren, das ist nicht. Nee, du skippst ja den Perform Action Step. Ach ja, genau. Aber du kannst das koordinieren ist nicht, nachdem du irgendwas gemacht hast. Ah, okay. After Gains Just Token, may perform a Wide Action. Ja, okay. Genau. Ja. Scheiße, jetzt ist er noch ionisiert. Ionisiert, aber hey, Hey. steht nächste Runde nicht mehr auf der Wolke, weil die Wolke ist dann weg. Vielleicht. Das auch, man spielt ja X-Wing auch immer zusammen. Ja. Genau, der Stress geht aber weg. Genau. Das Rote ist das Lock von Eugen. Naja. Ist eins von diesen schönen Dingern, die du mir da mal gegeben hast. Schön. Ganz toll. Ganz Jans, fantastisch. Jans, da. So, ich bin eins geradeaus. Bleib Cleare den stehen. Stress. Reinforce. Nee. Machst du Hondo? Genau. Ich Hondo. Ich koordiniere Rack und jamme Vermeil. Das ist so eine geile, starke Kombination. Weil Vermeil eigentlich eh nichts braucht. Der will noch jammen im Endeffekt. Und ob ich dem jetzt einen Fokus gebe oder nicht, macht auch keinen Unterschied. Deswegen ist die beste Kombination so in meiner Spielweise immer gewesen:
Rack zu koordinieren. Aber du selber willst ja auch das Reinforce gleich noch haben. Kann ich ja mit Rack dann koordinieren. Ich will aber eher in dem Fall mit Rack den Reinforce haben. Weil ich weiß, ich sehe jetzt auch schon mal, ich kriege da keinen Schuss. Ich kriege da jetzt einen Range 0 Schuss. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich da eh nicht so viel auf Range 1 kriege. Ah, okay. Und Rack will sein Reinforce haben, hat dann zur Not Ruthless. Ich habe mit der einen ja immer noch Ruthless als Modifikation. Und aber Eukin stirbt da nicht. Also wie soll Eukin da sterben? Ja, ja. Aber ich frage mich, also... Eukin ist jetzt... könntest ja reinforcen und dann könnte ja Rack einfach rein und dann... Genau, aber Rack weiß nicht, ob er bumpt. Hast du einen dieser Bank oder was? Das weiß ich jetzt eben nicht. Genau, das war jetzt so ein... Weiß ich nicht. Jetzt nicht. Das ist jetzt genau das Ding. Da hätte ich vielleicht boosten können mit Vermeil, der stehen geblieben ist. Ja. Um genau das zu blocken, dieses Manöver. Aber jetzt steht er da irgendwie nur Range 1, das ist auch in Ordnung. Ja. Nehme ich. Nehmen wir. Und ich meine, er ist auch... Und Eukin kann ja auch nach hinten. Ja. Du hast aber keinen Turret-Gunner, ne? Nee, du hast den Agile. Ich habe einen Agile-Gunner drauf, ja. Ja, ein Ziel ist irgendwie attraktiver als das nächste. Ja. Könnte eigentlich jetzt eine... Ach nee, ist ja gestresst. Oh. Ey, Scheißdreck. Sonst hätte er ja noch rüberrollen und nee, boosten können. Wieso ist er gestresst? Der ist nicht gestresst. Ist der nicht gebumpt? Ja, hat aber keinen Fokus genommen. Aber wieso macht der keine Aktion? Oder hat der jetzt einen Target? Überlegt. Ah. Ich glaube, die Überlegung ist, nach rechts zu rollen. Ja. Und nach links zu boosten, oder? Ja, irgendwie so. Ja. Sehr schöne Templates übrigens, ja, da hat. Finde ich richtig cool. Die Farbe ist gut, ne? Ist richtig geil. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Herr hat mir noch gesagt. Ich habe ihn noch gefragt. Das ist by the same. Ja? Mhm. Super geil. Da habe ich gedacht, ich komme da mit meinen geilen lila Harlequin-Templates und dann packt er die Dinger da aus. Piss dich, hat Jens gesagt. Ja, das passt doch nicht, Jens, das sieht man doch. Oh. Locker. Ja, oh Mann. Du kannst fast überlegen, ob du einfach gerade boostest, dass du das... Ja gut, du holst es eh nicht. Ne? Ja, holst ja eh nicht, aber... Ach so, weil du ja, da ja im Weg stehst. Das stimmt. Und vor allem ist er jetzt auch immer noch... Range 1 noch ohne grünen Token vor Vermeil. Ja, gut, er hat keinen, ne, er ist natürlich dem jetzt einem Eukin-Schuss ausgewichen, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Mhm. Aber ich kann aber mit Eukin will ja eh. Eukin könnte noch durch Rack koordiniert werden und drehen. Okay. Also nur mal so zur Info. Nix gesagt. Ja. FYI. FYI. Jetzt Mauler drückt drauf. Macht jetzt auch einen K-Turn. Ne, 5 ist kein K-Turn, 4 ist K. 1, 2, 3, 4, 5 tatsächlich. Ist halt so eine ist halt ein scheiß Manöver in einer scheiß Situation. Weil irgendwie, egal wie du es machst, jetzt steht der nächste in Reichweite. Gut, dann kaufe ich den halt jetzt kaputt. Whatever. Also, da hätte er irgendwie, weiß ich auch nicht, ein bisschen dezentraler stehen sollen. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Und na, rollt jetzt rein für den Schuss auf Vermeil. Ja. Gut, der kann trotzdem dann gewirkt werden und... Und hat trotzdem den Eukenschuss noch. Ja. Ist aber Ini 5, also der wird auf jeden Fall, kann auf jeden Fall schießen. Mhm. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was er da macht. Muss eigentlich die 5 gerade machen. Ja, und du hast es angekündigt. Ja, das passt doch locker, oder? Ja, krass, okay, passt doch nicht. Stehst du schräg? Ja, wahrscheinlich so ein bisschen. Oder er, wir sind ja beide geboostet, also nee, Quatsch, wir sind beide Banks geflogen, er ist geboostet, vielleicht steht da irgendwas schräg. Ja. Weiß ich nicht so genau. Ich habe meine Schummelpappen nicht mehr, da kann ich das nicht mehr so genau. Jetzt kannst du das kann nicht mehr so hinbiegen und so tun, als ob ich gerade fliegen würde. Ja. Das geht jetzt leider nicht mehr. Danke draus an Rich Polly. Arschloch. Naja, gut. Bump Focus, ja, warum nicht? Ich fliege nächste Runde eh irgendwas Blaues, das wird schon passen. Stimmt, du hast jetzt Seven Sister, eigentlich ist das Unsinn. Ja. Wenn du das eh Fokus macht, wie das vom Reinforce, aber ja, kannst du ja 1 gerade irgendwas fliegen. Ja, eben. Eukin kann ja aus dem Weg gehen. Eben. 4 gerade, bumm. Also ich glaube, ich habe mir den genommen. Ich weiß nicht, ob ich die Token gerade irgendwo da hingelegt habe oder nicht. Ja, er sah so aus hinter dem hinterm Decimator. Mhm. Ja, 5 gerade ist Pflicht.
Wäre natürlich geil gewesen, wenn du das jetzt gesehen hättest und sagst, okay, dann will. Ah, nee, kannst ja gar nicht koordinieren. Ja. Muss aber eigentlich fast aus Braggs Schuss. Ja, muss nicht, Ja, aber. also einfach Afterburner und dann nach links pusten und fertig. Ne? Also Tisch rechts. Ich würde, glaube ich, nach rechts, also Schiff rechts. Schiff rechts, also Richtung. Weil sonst, wenn er nach links boostet, dann ist er genau so, dass dann kann er eigentlich Von Eucken gejagt werden, ne? von Eucken und Rack so in die Enge getrieben werden. So, jetzt macht er einen Barrel Roll, hat damit seine Boost-Möglichkeit verkackt. Und tut mir den Gefallen. Und stellt sich an die Gas Cloud mit einem Leben. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alert! Oh ne. Ja. Scheiße. Nimmt sich jetzt noch den Fokus. Ist ihm das jetzt schon Nee, noch nicht. aufgefallen? Oh, Sie scheiße. sagt dann sowas wie Bazinga und dann ist so, guck, da geht jetzt, das ist jetzt eine Bombe, die geht jetzt hoch. Der ist in Range 1. Ist wirklich Range Das ist 1? wirklich Range Das ist nicht 1. Range Das ist 1. Range 1. Ich nehme dann, den nehme ich auch, den nehme ich auch. Also Eucken kriegt Scheiße. einen Schaden. Jetzt will er zu. Nein, ich will ihn nicht nehmen. Ich will nicht. Ey, da kriegt einen Schaden. Müsste ein, wenn ich mich jetzt nicht erzähle, müsste der eigentlich tot sein. Ja. Ich glaube auch, dass du mir das irgendwie erzählt hast. Aber er will es nicht machen. Nimm ihn Ja, will man jetzt. auch nicht. Das fühlt sich ja auch kacke Will an. man nicht. Aber müsste eigentlich. Dann kriegt Magna noch einen Schaden. Stand ja drauf. Und Vader müsste eigentlich jetzt. Ja, vielleicht habe ich mich auch verzählt. Aber ich glaube nicht. Nee, aber ich glaube auch eigentlich, dass das so war. Da haben wir uns Haha. vielleicht verzählt. Auf jeden Fall hat Vader dann jetzt ein Leben. Kurz vor Arsch. Kurz vor Schrott. Ja. So, jetzt Start der Kampfphase. Vimir Würgen. guckt, wo Vader Spaß haben will. Jetzt ist halt so mehrere Ziele. Ne? Ich habe jetzt Magna schon auf 2 Leben, aber Magna ist irrelevant in dieser Runde. Ich kann es lieber auf Mauler Genau. holzen, oder? Das Ja. ist Mauler, Genau. ja. Ja. So, Juno brauche ich nicht zu machen, noch mit Schilden und so, da passiert nicht viel. Und Vader hat 3 Leben, ja. Dann ist Vader Ist tot. doch weg, okay. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. Ich hatte das irgendwie noch so in Erinnerung. Ja. Ups. Ja, richtig mies. Also, Ja, wäre mal erst geboostet einfach. Aber gut, ist halt letzte Runde, also vierte Runde da manchmal. wobei wir ja einen entspannten Tag hatten. Irgendwie war das ja ganz angenehm. Also wir haben ja nicht so hart auf die Tube gedrückt und irgendwie eine gute lange Pause gehabt und so. Ja. Aber trotzdem ist in Spiel 4 einfach dann die Birne manchmal matschig, ne? So, ist wie es ist. Ja, Juno Range 1. Boing. Mutieren das Teil. Punch, Nee, nee, punch. nee, das ist Mauler. Ach, das ist Mauler mit 4, stimmt, ja. Der 3. So, zack, zack. Und Schilde weg. Jetzt müsste Juno mit 3. War ich heute 1. Bam. Das sieht Zwei ja fast Schaden. gut aus. Gut, aber kannst du ja Nicht. auch einstecken. Dafür kriegst du ja jetzt rechnerisch auf jeden Fall Mauler. Nochmal 2 Schaden auf Vermeer. Damit halbiert. Okay, er hat noch einen Schuss mit Aiden auf Downtown. Ja, jetzt darf sich Rack erstmal Er kann auch Aiden. den Range 2 Schuss angucken. Oder geht er sogar auf gestrandete Dings? Weil ich meine, Aiden hat auch noch er hat noch ihren Charge. Ja. Die kannst du eigentlich auch jetzt so, ja, einfach vergessen. Ja. Ich meine, wenn du jetzt noch Mauler und Magna holst, bist du irgendwie bei 15, nee, bei 16 und holst noch irgendwie 2, 3 Punkte und dann war es so, yo, ciao, Ja, so sah das Game irgendwie gerade aber over. aus. Und der schießt auf den und der auf den und der auf den. Das ist so ein bisschen das Problem. Naja, ich meine, du kannst ja mit Rack auf Magna und dann Ja. machst du wahrscheinlich einen Schaden oder zwei, je nachdem, vielleicht. Mit Vermeil schießt du auf
schießt er auf Mauler und Rack kann ja reagieren. Ja, hier benutze ich jetzt Ruthless, mach nochmal Eukin einen Schaden. Das ist so mies. Für Hit-Hit Crit. Dann Gestrained Range. Und Neddy aus. When in doubt, Neddy out. Geil. Na gut. Naja. Muss man mit leben, ne? So. Gut, ich meine, Jens liegt 10-0 hinten, da kann er auch euch mal ein bisschen gut würfeln. Ja. So, jetzt müsste er langsam mal. Dann kommt fünf. Jetzt Aiden. Aiden, genau. Mhm. Ja, Reichweite 0, oder? Jetzt ja, auf jeden Fall. Reichweite 0 in den nicht gereinforceden. Lädt mir dann vielleicht die Child-Macht auf? Für nichts. Nichts. Nichts und wieder nichts. Nichts und wieder nichts. Dann kommt jetzt Vermeil. Hat jetzt einen Range 1 Hammer. Auf 2 Leben. Ja, stimmt. Hat er gewirkt. Bam. Geh nach Hause. Einfach Nettys würfeln, Jens. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, hätte er schon Fokus gehabt, dann wird er sogar überleben. Ah, schade. Das ist Mauler, ne? Mauler, ja. Er hat gesagt, ich nö, Karten. Nö. Nope. Müsste er die nicht jetzt eigentlich? Eigentlich schon. Aber ist wahrscheinlich auch jetzt der Punkt, wo Jens sagt, okay, ciao, irgendwie ist das Game over. Steht ja echt mit allem echt irgendwie voll kacke. Ja. Naja, ah, da nochmal 3 Butz. Gets removed at initiative 4. And it gets removed immediately. Der Stuhl ist echt gut. Aber der kann doch nicht mehr mit Magna eine harte 1 oder so reinmachen, um irgendwie Druck auf Vermeil auszuüben, genau, jetzt da, ey, weil er ionisiert ist. Das ist doch alles scheiße. So, jetzt kommt da Range 0 bzw. 1. Ich habe nicht gesehen, worauf ich geschossen habe. Ich glaube auf Magna, oder? Müsste eigentlich, ja. Ich meine, es ist Aiden, ey, whatever. Scheiß auf den Charge. Ja. Was machst du jetzt? Ich weiß nicht, ich halte meinen Kopf in die Kamera. Schmeiß jetzt die Würfel weg. Na, scheiße. Ach, das Target Lock. Jawohl. Nehme ich alle. Für Hit Crit. Das verstehe ich jetzt nicht, wieso alle? Ja, doch. Ich glaube, das war nicht so. Alle doch 2 Crits. Naja. Ich bin auch nicht so schlau. Manchmal. Kein Plan. Ja, manchmal weiß ich das auch nicht. Er legt 2 Schaden irgendwo hin, auf seinen Teilfelder. Würfelt, ne, er würfelt ein Evade. Kommt der Crit durch? Ja, Jens, was ist passiert? Wohin hat's gelegen? Sieht. Ja. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es leider nicht. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Ja. Oh, jetzt wird hier die große Abrechnung. Das ist seiner. Jo, also ein Punkt. Ein Punkt für Jens. Ein Punkt für mich. Ein Punkt für mich in der Mitte. Jens hat einen Punkt. Steht 15-1. Wir gehen in Runde 4. Scheiße, ey. 15-1. Und jetzt kommt. Ich habe letztens gegen Johannes in Hamburg 15-5 vorgelegt. Ach, Und dann sagt er, ja, ich brauche. Dann hat er irgendwie noch. Okay, warte mal, ich brauche 8 Punkte. Ja, genau, warte. Dann hat er 2 Punkte geholt in der Runde, ich keinen. Und dann guckt er mich nur an und sagt, ich brauche 8 Punkte. Ja, die kriege ich, wenn ich das Schiff hier kill. Dann haben wir den gekillt und hat er gewonnen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Da habe ich mich geärgert. 15-5 muss man eigentlich nach Hause fahren. Sollte man denken. Ja. Was dumm war von mir, ich glaube, ich habe bei der Bombe nicht geguckt, ob das in Reichweite 1 zu einem Middle Objective ist. Einfach nur so. Ah, hättest du für die nächste Runde schon mal gucken können. Einfach schon mal gucken können, ist das drin, je nachdem, wo er steht. Ja. Ich kann mir ja bei der Bombe dann aussuchen, hey, guck mal, das ist in Range 1 oder das ist in Range 1 bei der Size Mission. Ich meine, gut, ich würde dann Vermeil treffen, ich könnte mit Rack da rein. Aber das war so ein bisschen, sollte man einfach nur mal so fürs Gefühl drin haben. So wie man auch alle Schüsse, sozusagen, wenn man schießt oder Target Lock macht, kannst du alle Reichweiten einfach messen, genau. Weil du hast ja das Recht dazu. Genau. Manchmal sind das halt so ein bisschen die Informationen. Die haben eine Runde später oder irgendwann anders auch nochmal was bringen. Ja. Ja, wenn ich mir das jetzt so angucke, jetzt auf Safety, Eukin einfach 2 geradeaus oder 3 geradeaus.
das Objective da holen mit Rack. Vermeer, das beste Manöver der Welt. Und Vermeer macht eine 1er Bank. Eine harte 3? Also wer jetzt, mit Rack? Wenn ich mir das jetzt so angucke, eine harte 3 sieht schon sehr sexy aus. Ich glaube, eine harte 3 ist auf dem Schrott, oder? Nee. Ich habe vielleicht den gemacht, das ist den Arc nach vorne und hinten zu machen. Aber dazu habe ich keine Meinung. Ach stimmt, Rack ist auch gestresst. Vielleicht macht er einfach nur eine 1er Bank. Kannst ja auch 1 gerade oder 1er Bank, ja eigentlich 1er Bank und dann... Fertig. Du musst ja jetzt, du hast ja nun wirklich gar keinen Zugzwang gerade. Und ich meine, 1er Bank mit Vermeer, der kann ja allerhöchstens eine 1er Bank nach rechts machen mit Magna, dann kommst du wahrscheinlich irgendwie, na geht, dann bist du vielleicht raus. Ja, aber ich muss mir jetzt... Aber ist auch egal. Ich muss mir jetzt irgendwie Magna holen, der kann jetzt 1 geradeaus, 1er Bank, irgendwie sowas. Ich weiß, wo er steht. Ja. Würgen. Was, mit beiden Schuss? Mit beiden Schuss. Oder mit allen dreien, ich meine... So, Juno ist gestresst. Rack, ich meine, Eukin muss natürlich jetzt irgendwie eine 3 fliegen oder so, damit der ein bisschen weiter rauskommt, damit Rack, damit Platz für Rack ist. Ich kann auch einfach reinbumpen. Ich habe mit Rack ein Schild verloren. Ist im Endeffekt auch egal. Ich kann wieder... Stimmt, du kannst auch wieder Reinforce koordinieren. Das ist halt das Ding. Ich kann jetzt Hondo Reinforce koordinieren und den Vermeer wieder jammen. Weil im Zweifel fliegt Vermeer die 1er Bank und jammt Magna direkt. Magna ist aber zuerst. Unten links. Ja, Magna fliegt zuerst, aber also, ich meine, mit einer 1er Bank bist du, glaube ich, nicht drin. Achso. Wenn sie eine 1er Bank nach rechts macht. Das ja, ist das kann natürlich sein. Aber jammen kannst du ja trotzdem. Ja, wenn ich in Reichweite 2 bin. Das könnte passen. Na, wenn du eine 1er Bank machst und du auch eine 1er Bank, jeweils nach rechts, dann hast du ihn ja auf jeden Fall in Reichweite. Ja. Zwar nicht im Arc, aber kannst jammen, dann hat er keine Mods, dann kann Rack Dinge tun. Ja, eben. Hat dann den Fokus, kann. Bei mir Ruthlessen. Ach man, ein bisschen schade finde ich es ja schon, dass die Liste nicht mehr funktioniert. Mit der Liste bin ich dann auch zur WM geflogen, aufgrund dieses Spiels hier, weil ich gedacht habe, ach, das macht so viel Spaß. Da habe ich aber so schlecht gespielt, dass das im Endeffekt egal war. Das ist verkackt. Richtig verkackt, ey, Heidewitzka. So, das war das Ionenmanöver von Magna. 1er Bank. Sich den Fokus. Ah, Rex sagt Ciao. Eugen, ja. Eugen. Ah, achso, sagen aus den 4. Nö, zur Not. Ich glaube, ich habe so ein bisschen davon ausgegangen, dass ich mit einer 2 schon das untere Objective kriege und das sieht aber aus, als ob das raus wäre. Ja. Ja. Mhm. Stress müsste weg sein. Mach den rotes. Genau, 2 geradeaus ist blau. Hast du eigentlich den Stress gesagt? Hey, einmal mit Profis. Ich repariere da. Ah, ich glaube, das war die Diskussion, weil ich da das Tagelog benutzt habe, was ich aber nicht hätte dürfen, weil ich ihn blindet hatte. Deswegen haben wir den Schaden nicht abgehandelt bei dem Wurf. Ich hatte ihn blindet. Deswegen habe ich den Würfel gemacht und dann ist aber kein Schaden durchgekommen, obwohl ich Schaden gewürfelt hatte. Deswegen habe ich den blindet jetzt repariert. Das war, glaube ich... Jetzt erinnere ich mich wieder. Das war die Diskussion, die wir hatten. Jo. Gibt einen Punkt. Vielleicht. Kann ja auch noch Schaden machen. Punkte gibt es erst am Ende der Runde, Jan. Das weißt du doch. Achso, Entschuldigung. Das weiß man doch. Entschuldigung. Ja, und das Medium Base fits, always fits. Ich aber der ist raus, oder? Ich bin so dumm. Ist der raus? Ja, der ist raus. Glaub, guck mal! Ah, oh, ist raus. Meinst du echt? Ja, und der aber andere Jam. Auch aus dem Bullseye raus. Ist doch scheiße. Jam. Nee, der ist raus. Den anderen kann ich auch nicht jammen. Geht nicht. Oder ist das Range 1? Das ist wohl 1. Schon, das ist doch 1. Einen, aber das... Achso, gut, wenn du jetzt keinen Schuss auf Dings hast, ja, jetzt hast du wenigstens 3 Schüsse auf Aiden. Genau. Logisch. Ja, ist auch so. Ach, den Punkt holt er vielleicht. Nimmt sich das Lock. Ja. Auf Vermeer. Ja, Win Condition ist jetzt Eukenau. Ah, das hätte er nicht machen dürfen.
hätte eigentlich stehen bleiben müssen, damit der nächste Runde die Harte 2 und den Fokus Boost machen kann, um Vermeer zu verfolgen. Ja. Da ist man mal zu gierig. Ah, nice. Ah, achso, ich, das sah gerade tatsächlich aus wie eine. Ach, okay, das passt ja locker. Ja, ja. Wer bin ich eigentlich? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ist gestresst. Ist egal. Aber ich hab Ruthless. Ist Wayne. Ich hab den einen Schuss nach vorne. Yo, jetzt guckt er nach hinten. Schlecht. So ist, so ist mir letztens meine Gauntlet abgebrochen. Erstes Spiel und einfach nicht mal so. Das sah ja sehr ungeschickt aus gerade. Aber das war echt, meine Güte. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, echt. Vielleicht muss ich mir bei dir nochmal Nachhilfe im Sinne von Magnetisierung holen. Ja, das wäre manche Sachen schon praktisch. Ja. Hier, Würge. Ach so, Jam wegen Würgen. Ja, natürlich. Ja, locker. Ist doch die geilste Kombination. Hier hast du Schaden. Scheiße hier. Jetzt Reichweite 1. Ballert der jetzt beide da weg, oder was? Nee. Joa, das ist... Das ist nix. Ja, Ruthless. Kriegt doch keinen Schuss, echt. Das ist hey, jetzt einfach... Komm, tut gar nicht weh. Komm, den... Und Blankout. Den Papa ärgern wir jetzt mal. Guck mal, der Vader, der kriegt so ein bisschen Panik, so... Hey, ja, das macht mir Schaden auf mich. Hey, hey, amigo. Fokus muss er ausgeben. Oh, sorry. Oh, oh, das sind hier blitzartige Reflexe von Vadermann. Ganz klar, sieht man noch. Der Jedi in ihm. Gab es nicht mal so ein Talent, Lightning Reflexes oder so? Das war doch dieses Ding von Kylo? Übernatürliche Reflexe oder sowas? Das hat so 100.000 Punkte gekostet, irgendwie so 24 oder so. Ah, das war doch dieses... Nee, das war irgendwas anderes. Aber das war doch so, wo du dann vor der Aktivierung eine Fassrolle machen konntest. Ach, das war das? Mhm. Aber das hat man auch auf dem Silencer gepackt, oder? So, bevor du die oder, auf dem X-Wing auf Luke hatte ich das auch mal. Stimmt. Das war auch nice. Ha. Das will ich aber immer rausfinden. Sag das mal, was da gerade passiert. Ja, Ruthless auf Oik... auf Wreck. Lightning McQueen. So, das Mittelding gehört mir, das da unten. Lightning Reflexes ist 1.0. Small Shield. After you execute a white or green maneuver on your dial, you may discard this card to rotate your ship 180 degrees, then receive one stress token. After the check pilot check stress step. Und hat das Art von den von den Modulators. Hier haben wir wieder was gelernt. Tatsächlich. So, was habe ich verpasst? Ich drehe noch einen Agile Gunner. Ah, ja gut. Hatte 3. Und ich meine... Also, Jens hat den Punkt unten links bekommen. Ja. Ich habe den Punkt in der Mitte bekommen. Vor allem, er hätte auch den oben bekommen, wenn er nicht geboostet wäre. Das ist richtig. Und würde besser stehen. Das ist richtig. Und jetzt sind einen auf 2 und Magna auch auf 2. Ja, ich habe jetzt gerade auch nicht richtig aufgepasst. Ich weiß nicht, ob er gerade einen Iden Charge gezündet hat. Ja. Ich glaube nämlich, ja. Ja, ja, ist auf der Karte ist der Charge. Ah ja, jetzt sehe ich es. Ah ja, deswegen wahrscheinlich dann vom Vermeil-Schuss, ne? Oder vom. Mhm. Und ich habe mit allem geruthless, was sich ja auch immer sehr gut anfühlt. Roofies. Roofies fühlen sich nicht gut an, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Habe ich gehört. So, ja, Euken einfach jetzt Harte 3 oder Harte 2, um nicht ganz so weit weg zu sein, holt das Objective, hat den Agile Gunner, falls er mit dem TIE Fighter da irgendwie in die Richtung kommt. Ziemlich unwahrscheinlich. Aber einfach nach rechts, aber gut, wo will er hin? Ne? Irgendwo muss er hin mit dem. Genau, jetzt hier... Hätte jetzt halt eng für Aiden. Aiden macht jetzt eine Harte 1. Nach rechts, um zu bomben. Und guckt mal. Und ja, Magna... Ich meine, mit Dings machst du mit einem 1 gerade einfach, oder? Und dann ruthlest du halt, also dann jamst du halt einfach einen mit Vermeil. Ich glaube, ich mach. Ich oder glaub, ich falls mach was der Gas geil, gibt, ich glaub, kannst ich mach was du. Geileres. Oder den Boost und den Sloop? Ich glaube, ich mache einen Boost und einen Sloop. Geil. Ich glaube, das ist das Premium-Manöver. Vor allem, weil ich jetzt die Indie auch noch habe.
Hatte ich dann jetzt vorhin Und vor geschlagen. allem natürlich ist Vermeil ist jetzt auch in Reichweite so, dass er irgendwie, also wenn Juno kommt, gibt es auch Ärger. Das ist ja klar. Genau, so, Eugen holt jetzt das Objective da unten. Mega gut. Und deckt das Linksmanöver. Nimmt sich ein Target Lock. War der nicht? Achso, ne, ihr habt den Stress noch weggenommen. Dann ist Vermeil dran. Nee. Magna zuerst. Magna ist dran, stimmt. In die 30 vergesse ich die ganze Zeit. Horde 1. So, dann. Kann jetzt auch nicht Juno koordinieren, Weil also Juno gestresst ist. hätte er das anders machen wollen. Ja. Ja, ist das überhaupt ein 2? Ja. Also wenn das 1 war von Vermeil, dann ist das auch 2. Ja, schon auch. So, und da. Aufgedeckt. Da kommt der Boost. Und dann ist das wirklich ein Premium-Manöver. Geil. Oder? Oh. Contestet das Objective, steht hinter zwei TIE Fightern. Kann leider nicht jammen, kann nur gleich würgen. Sorry. Das ist auch nicht so schlimm. Das ist schon gut, muss ich sagen. Muss ich mich mal selber loben. Geil, so geil. Mega. Ist ja Er macht echt die mega. harte 1. Ja, ist auch eine Scheißposition. Alles scheiße. Alles scheiße, deine Ellie. Ja, Bam, Mino. ey, hier. Ja, der Ja. ist jetzt tot. Der darf nicht mehr mitspielen. Warum er da jetzt rausrollt, nimm doch einfach den Evade. Ja, vielleicht um den Schuss von Rack nicht zu kriegen. Oh, Rack fliegt ja noch. Ja, eben. Aber wenn Rack da jetzt einen 1er Bank macht und bumpt. Nach links? Ja. Aber jetzt kommt doch einfach dran vorbei. Nee, das passt nicht, ne? Oh, Premium-Manöver. Wer bin ich denn auch? Was habe ich da gemacht? Siebten oder so? Also Weiß ich ich nicht. darf mir jetzt kein Urteil mehr erlauben. Das generell einfach mein Maul zu halten, sag Hey, du mal. hast ja gar nicht gewonnen. Dann hast du deine Schnauze zu halten hier, was das Wirklich, Spiel ey. von den anderen angeht. Immer hier sitzen im schönen im Elfenbeinturm und sagen, hier, das war jetzt ein schlechtes Manöver von Jens. Nee, da hat Jonas jetzt hier verkackt. Also. Ja, so kennt man dich. Das ist echt. Ja. Eigentlich. Als Elfenbein-Assi. Normal. Kannst du mal in die Papstschule gehen? Auf jeden. Vielleicht brauchst du Ja, das mal. Sebastian, ich schreibe in letzter Zeit verdächtig oft. Ach so. Ich habe mir auch gesagt, jetzt soll sich ein Papst disapproves Meme machen. Kannst du mir das nächste Mal, wenn du ihn siehst, bringst du ihm eine Kiste Pabst Blue Ribbon mit. Papst was? Pabst Blue Ribbon. Kenne ich nicht. Das ist dieses Redneck-Bier aus Amerika. Ah, Kennst du habe das ich nicht? hier immer eine Kiste von dem Keller. Das weiß ich Bescheid, kann ich den ja Geil. mitnehmen. So Packe ich richtig, so ein. richtige Plörre. Und da Geil. gibt es richtig lustige Werbespots. Kann ich dir im Anschluss mal Ha. zeigen. Links in der Videobeschreibung. Links in der Hat er denn jetzt schon das Lock auf Dings? Hat er. Muss Lock er hat er auch ja. von der letzten Runde. Auf Vermeil. Ist die Frage. Kriegt er den? Das Geile ist, dass er mit der Rolle mit Magna jetzt sehe ich gerade auch mit Eid, Entschuldigung, in Range von Dings gerollt ist. Auf jeden. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Stimmt. Er wirkt und nimmt den Schaden. Okay. Ja, dann haben wir noch einen. Ja. Gut, er hofft sich ein bisschen, dass der. Ja gut, ich meine, du nimmst für Mil die Mods, ne? Den Ja. zusätzlichen, das ist natürlich gut. Ja. Aber Eugen hat einen Target Lock Aber hast und halt einen auch noch. Rufus. Stimmt, oh, und Taglock und Rufis. Range 1 Schuss von Rack in Magna. Oh! Da waren jetzt die Da ist es too Blitzartigen. slow. Too slow. Zack. Das sieht nach Da waren die viel Weiß Reflexe aus. nicht so präkognitiv. Das sind 2 Schaden, oder? Ja. Zwei Crits. Dann ist Magna jetzt down. Down with the sickness. You're going down! Ja, das ist auch einfach.
ciao, and it is removed immediately. So, wo ist Magna? Magna war das jetzt? Nee, doch. Magna. Doch. Zack, zack, Magna. Zack, zack. Und Reichweite 2. Kriegst jetzt einen Reichweite 2 Schuss mit Juno. Na, das ist natürlich jetzt nochmal knapp. Boostet noch. Why? Why not? Ach! Magnas Fähigkeit. Ja. Hä? Macht er doch nicht. Nur angetäuscht. Warum nicht? Ich glaube, er hatte geguckt, ob er es machen wollte. Ja, ja, mach, mach, komm, komm. Guck mal. Komm rein. Zeig mal. Das sind zwei Crits. Jetzt musst du Farbe würfeln, jetzt musst du Evade würfeln. Macht er nicht. Macht er nicht. Da stirbst du. 1, 2, 3. Bam! Hä? Hast du nicht gesagt, das, geht, das Spiel geht zu 2 aus? Hatte ich auch irgendwie so im Hinterkopf. Hast du gelogen? Vielleicht. So, bei mir kriegt es auf jeden Fall richtig viel Schaden. 1, 2, 3. Boing. Ein bisschen mehr. Er hat einen Panic noch. Ui. Ja gut, aber du kommst ja allein durch die Mitte jetzt auf 20. Aiden hat noch einen Schuss. Ja. Oder nett. Ist mal die Frage, ob das dann Range 1 ist, wenn es dann hinten so an der Kante ist. Nein, ist es nicht. Es ist immer Range 0. Ach ja. Du bist Stern-Base-Kontakt, du weißt noch. Das stimmt. Ich bin ja gebumpert. Bumperle. Ich bin der Bumper, Michael. Boing. Ja, bam. Ja, drei Schaden. Wer braucht denn Mods? Geh zur Hölle, ein Blank, zwei Blanks, dann zwei war's Blanks. Das. Oh, Jens. Oh Mann! Ist doch auch scheiße, ey. Ja, ja, da ist er in die Falle getappt. Voll. Und wurde von den Haien gefressen. Nom, nom, nom. Ja, ich hatte irgendwie auch nicht mehr auf dem Schirm, dass ich Dings was war das für ein Reroll? Durchschnittswurf? Von wegen, haha. Ah, das war der Hun-Reroll. Ah, und der hat immer noch nicht gereicht. Der hat immer noch nicht gereicht. Das war ja auch ein Charity-Turnier. Das war ja der Hun-Reroll. Wir dürfen es nehmen, war nicht erlaubt zu cheaten. Da habe ich gesagt, hey, ist für einen guten Zweck, die 50 Cent, die hast du noch. Da habe ich gesagt, ah, das hast du recht. Ein Euro. Ein Euro. Ach, stimmt, ein Euro. Ja. Egal. Naja. Gut. Ja, und jetzt zwei Dezis gegen Juno. Völlig unbedenklich. Und du liegst schon zwei Punkte über 20. Der also, nicht. Einer, zwei für dich. 24, 7. Ja, entspannt. Ich kenne das Gefühl, wenn man so in eine Falle tappt und dann irgendwie das so von vornherein das Spiel irgendwie scheiße ist. Ja. Also. Kenne ich auch. Passiert mir selten, aber manchmal schon. Das stimmt. Ja, gutes Spiel. Stimmt, da hast du jetzt das Turnier gewonnen. Da habe ich das Turnier gewonnen. Ja, endlich. Das war mein Ziel dieses Jahr. GZ. Mein zweiter Neujahrsvorsatz, neben wir machen einen YouTube-Kanal, war, ich muss ein Turnier gewinnen. Eins nur? Direkt im Februar. Ja, eins. Endlich mal. Endlich mal. Weil ich letztes Jahr, glaube ich, zweimal im Finale war und verkackt habe. Aha, okay. Und zweimal im Cut gescheitert bin. Und dann war das Turnier so ein bisschen... Gut, aber das waren ja auch beides dann irgendwie, die Cut-Sachen waren ja beides irgendwie größere Events. Ja, das stimmt schon. Trotzdem. Also, ich glaube, da ist der Sieg, da ist der Cut noch bedeutender als der Sieg hier. Das ist richtig. Naja, war auf jeden Fall ein sehr schönes Turnier. wie gesagt, sind die alten Punkte. Listen kann man... Das nächste, ich glaube, das kann man schon sagen? In drei Wochen in Leipzig, oder? Ach so, nein. Ich meine, das nächste in Berlin. Berlin-Turnier. Oh ja. Wird im September sein, Mitte oder Ende. Genau. Wir sind in der... Aber diesmal gibt es kein Charity. Diesmal gibt es kein Charity, diesmal gibt es ein Worlds Invite. Aufs Maul gibt es bei uns. Und Schellen. Ja. Anfahrt, alles scheißegal. Korrekt. Jetzt gibt es aufs Maul. Geil, wir melden genau. uns. ja, schönes Spiel. GG. GG. Haut rein. Bleibt sauber.